Hallo Leute, ich bin Silu und ich habe heute was von Down Under für euch. Wenn ich Australien sage, dann kann es sich eigentlich nur um eine Brennerei handeln. Korrekt, Starwort. Man sieht es gar nicht, so dunkel. Heute geht es um den Turntable. Ist nicht ein reiner Starwort Whisky, sondern Turntable ist ein Blended Whisky. Turntable ist ein, seit 2023 gibt es die, von zwei Dudes gegründet, und zwar eine Art, ja, Blenderei, nenne ich es mal. Die stellen Blended Whisky her und wollen so ein bisschen das Image, das Blended Whisky hat, wieder aufpolieren, weil Blended Whisky, sind wir mal ehrlich, ist immer so ein bisschen so, ja nee, ich nehme lieber einen Single Malt. Dabei ist Blend eigentlich nichts anderes als sehr viel geiler Single Malt zusammengemischt, damit man diese sehr besonderen Geschmäcker, die mancher Single Malt hat, eben so ein bisschen für die breite Masse verträglich macht. Das ist so der Grundgedanke von einem Blend Whisky. Na klar, man kann den sehr, sehr billig machen, indem man sehr viel günstige Single Malts und Grains da reinmischt und verblendet. Man kann ihn aber auch sehr, sehr hochwertig machen. Sieht man zum Beispiel an den Beispielen Johnnie Walker, die ja da mit ihrem Red, Blue, Black, Gold Label die verschiedenen Preiskategorien ganz gut darbieten. Genau. Und der Turntable ist auch so ein Blended Malt. Und zwar geht es da in dem Collaboration Drop One, ist im November letztes Jahr rausgekommen. Ich bin mal wieder absolut on time mit meiner Verkostung. Da geht es sozusagen um einen Blend Whisky aus schottischem Single Malt, Grain und Starwort Whisky, also dem Single Malt aus Australien. Ist total cool gemacht, weil man hat hier hinten drauf auf der Verpackung auch die einzelnen Prozentzahlen, wie viel von was drin ist. Das kann ich euch ja gleich mal hier vorlesen. 39% Starwort Ex-Australian Red Wine Cask. Also Starwort steht ja sehr für die Verwendung von diesen Rotweinfässern. Die haben australische Rotweinfässer, die haben ganz, ganz viel reine Rotweinfassreifungen. Da hat der Whisky nie in Bourbonfass gesehen. Dann haben wir hier 10% Carlisle aus dem First Fill Bourbon Barrel. Also wir haben auch ein bisschen Rauch mit drin. Und dann haben wir 29% Inchgower Virgin Oak Barrel. Also nochmal so ein bisschen diese süße, aber schon holzige Speyside-Note. Und dann haben wir noch 22% North British Virgin Oak Barrel. Da haben wir so ein bisschen den Grain drin und das hat so eine leichte florale, fast kokosnussartige Note in Erwartung gestiftet. Genau. Wir haben 76%, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, würde ich auch nicht anders erwarten bei so einem besonderen Projekt. Collaboration Drop One suggeriert natürlich, dass es noch mehr davon geben wird, wenn er gut ankommt. Ist auch super schön gemacht von der Aufmachung, von der Box her, sehr bunt. Sticht auf jeden Fall sehr heraus. Auch die Flasche sehr typisch für Starwort, diese bauchigen, rund, klein gestauchten Flaschen. Hat trotzdem 700 Milliliter. Ich hoffe, mir fliegt der Karton jetzt hier nicht weg. Und man sieht auch am Etikett so ein bisschen, wie da zwei Welten aufeinanderprallen. Das ist so die Story dahinter. Schön mit dem Holzkorken gemacht. Und ihr seht, da ist auch gar nicht mehr so viel drin. Ich habe also schon gut dran genascht. Der ist nämlich richtig lecker, wie ich finde. Und ja, also ich bin ja auch so ein kleines Star Wars Fangirl, muss man mal dazu sagen. Aber jetzt war halt auch Wintersaison und der See ist nun mal mein liebster Ort zum Videos drehen. Und das war ein bisschen kalt. Deswegen kam jetzt eine ganze Weile nichts von mir. Aber jetzt beginnt die Saison wieder. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Wir haben hier eine super schöne dunkle Farbe. Nicht ganz so rotweinig, wie manche Star Wars daherkommen. Also zum Beispiel der Left Field, der war ja richtig satt, kräftig rot. Der hier ist ein bisschen bernsteinfarbener, aber trotzdem super dunkel. Und so, also ich habe noch nicht am Glas gerochen und trotzdem schlägt mir schon so ein
so einen Hauch Rotwein entgegen. Ja, also super kräftig, diese fruchtige Note. Also sehr so dieses Trockenfrüchte, fast so dieses weihnachtliche, so Dörrpflaumen, Feigen, Rosinen, so rumtopfmäßig. Also das waren so jetzt die ersten Sachen, die so in die Nase gekommen sind. Fast so ein bisschen wie so eine Amarena-Kirsche auch. Die Holznote kommt gut durch, aber jetzt nicht unangenehm. Hat eher so dieses wirklich so frisches Eichenfass, was irgendwo in einem Keller liegt. Also dieses leicht kellerige, muffige und aber trotzdem dieser frische Holzschnitt, ohne zu penetrant zu sein. Und eine ganz, ganz leichte Rauchnote. Also da muss man schon eine Weile dran schnuppern. Für mich persönlich ist Kalaila-Rauch immer eher sehr fleischig, so wie frisch Grill angemacht. Der hier ist sehr dezent und fast eher so ein bisschen als wäre der Grill schon ausgekühlt, so in dieser Endphase. Ich freue mich schon richtig drauf, den zu trinken. Slange. Also der ist von vorne bis hinten kräftig in den Aromen, trotzdem jetzt nicht so, dass man sagt, das ist mir irgendwie zu viel. Also mein persönlicher Eindruck. Er ist mir an keiner Stelle zu viel. Er ist am Anfang süß, dunkle Früchte. Dann gehen wir so ein bisschen runter in den Keller, snacken noch so an unseren Rosinen und an unseren eingelegten Pflaumen. Dann kommen wir runter in den Keller. Dort ist ein Kamin an, der prasselt so leicht in der Ecke, wirklich ganz dezent der Rauch. Zwischendrin kommt er dann mal so ein bisschen, schwimmt er auf diesem frischen Holz, auf dieser tanninig-herben Note, schwimmt er so ein bisschen mit, piekst so ein bisschen vorne rein, kommt so ein leichter Salztouch mit raus und dann wird es wieder ganz, ganz warm, ganz weich, ganz umfassend. Einfach grandios, ne? Also ich beschreibe jetzt hier wirklich Noten, die ich sonst bei Single Malts habe. Ne? Also wenn ich den Blend getrunken hätte, ich hätte nicht gewusst, dass es ein Blend ist. Und das ist für mich dann der Punkt, wo ich finde, dass Blended Whisky gut gemacht ist oder richtig gut gemacht ist, wenn ich ihn blind nicht von einem Single Malt unterscheiden kann. Wenn ich nicht sagen könnte, ja, ist ein Single Malt oder ja, ist ein Blender. Also er ist wirklich zwar bestimmt für ein breiteres Publikum gemacht, aber im Fokus steht, glaube ich, eher, dass diese verschiedenen Welten vereint werden. Eben die Speyside mit dem Islay Whisky und dem australischen Whisky, der ja sowieso für ganz, ganz andere Dinge steht. Also Starward ist ja nicht dieses konventionelle, traditionelle, wofür Schottland ja ganz, ganz oft steht, sondern wirklich, die denken quer, bunt, kreativ, bei denen gibt es keine No-Gos und sehr anders einfach als das traditionsreiche Schottland, was es genauso braucht. Also es ist beides nötig und ich finde es super, dass es so in einem Whisky mal zusammengeführt wird und dann auch noch so auf leckere Art und Weise. Jetzt in der zweiten Nase ist der noch mal viel süßer. Da kriege ich fast so Schokonoten raus, aber eher so in Richtung Vollmilch-Schoki, also gar nicht so dunkle Schokolade, die ja manchmal dann auch so sehr herb daherkommt, sondern wirklich fast, ja, der riecht cremig, wenn man cremig riechen kann. Finde ich, der riecht cremig.
Schokolade, dunkle Früchte. Und der Rauch ist eher wie so eine minimale Röstnote im Hintergrund. Also wirklich passt super da rein, passt sich super an, sticht jetzt nicht hervor, ganz bitterböse oder so. Also der macht einfach Spaß. Jetzt auch noch mal deutlicher der Wein rausgekommen. Auch noch mal so dieser Tannin-Rotwein-Trocken-Gefühl-Effekt im Mund gehabt. Der Rauch tritt so ein bisschen mehr in den Hintergrund. Der umarmt das Ganze so, also der umrandet das so. Es macht es so zu so einem Päckchen, was sich sehr angenehm tragen lässt. Und ja, also die fruchtigen Noten stehen im Vordergrund. Die Kokosnuss habe ich jetzt persönlich nicht. Nee, also ich habe die Spiced Poached Pears, ich habe den Campfire Smoke, ich habe die Red Fruits. Aber die Kokosnuss, die habe ich eher weniger. Aber mir fällt es dann auch einfach schwer, noch so super dezente Noten in sowas sehr Kräftigem herauszuschmecken. Also wenn einer von euch da die Kokosnuss drin hat, mega. Ich habe sie jetzt nicht bewusst wahrgenommen. Wenn ich jetzt an Kokosnuss denke und daran rieche und schmecke, dann finde ich sie bestimmt. Aber ist halt auch immer die Frage, wie viel mein Gehirn mir dann da an der Stelle vorgaukelt. Also Turntable selbst bietet auch sehr viele verschiedene andere Blended Malts an. Und diese Kollaboration mit Starward, die kostet jetzt 80 Euro die Flasche. Diese Collaboration One. Genau. 80 Euro, das finde ich absolut in Ordnung für so einen sehr, sehr leckeren Whisky. Ist eben ein besonderer Blend. Darf man auch nicht aus den Augen verlieren, ne? Wenn jetzt einige sagen, oh, 80 Euro für ein Blended Malt, da kriege ich auch einen guten Single Malt für. Ja, aber hier hast du drei Geschmäcker in einem. Also kann ich nur empfehlen, ich finde den super lecker. Jetzt kommt der Rauch noch mal so ein bisschen mehr raus. Der ist aber auch bei jedem Schluck so ein bisschen anders und trotzdem gleich. Und ja, 10 von 10 Punkte. Volle Möhre auf jeden Fall, kann ich euch nur empfehlen, finde ich super lecker. Importiert von Kirschwhisky, kriegt ihr also bei denen auf jeden Fall. Und ansonsten in den Webshops und Läden eures Vertrauens haben die meisten den eigentlich da gehabt. Immer noch da, ist auf jeden Fall noch verfügbar. Ich bin noch pünktlich genug. Genau, und ich freue mich auf jeden Fall auf Collaboration Nummer 2 und bin gespannt, was sie da dann für schottischen Whisky mit vielleicht ja auch wieder australischem Whisky vereinen. Und ja, bis dahin genieße ich jetzt noch meinen Rest und die Sonne am See und wünsche euch einen schönen Tag. Flanche!